Jungs, was geht ab? Herzlich willkommen zur ersten Folge Food 18 aktuell. Heute werde ich euch Informationen, alles rund um das neue Update, das jetzt bald erscheinen soll, geben. Ich werde euch natürlich sagen, wann das Update meiner Meinung nach kommt und was in diesem Update vorhanden ist. Wir werden auf den Anstoßglitch eingehen, der jetzt behoben werden soll. Außerdem werden wir auf das Torwartspiel eingehen, das sich nun jetzt wieder ändern soll. Und außerdem gibt es einige Änderungen in Food Champions, wie zum Beispiel, dass es Selektieren der Gegner nicht mehr möglich ist und auch eine neue Stufe, ab der man sich jetzt automatisch für die nächste Weekend League qualifiziert. Also bleibt dran, Jungs, und viel Spaß mit dem Video. So, wir beginnen direkt mit einem Screenshot von FIFA selbst. Wir werden jetzt zuerst mal auf den Anstoßglitch eingehen. Dieses Update ist auf dem PC, soweit ich weiß, schon verfügbar und wird die, in der PS4 und auf der Xbox natürlich die Tage jetzt folgen. Ja, was schreibt EA hier? Ist natürlich alles auf Englisch. Also ich werde euch das einfach auf Deutsch ein bisschen übersetzen. Also, hier, after Kickoff, also nach dem Anspiel wird die angreifende Mannschaft weniger aggressiv auf das gegnerische Feld stürmen, beziehungsweise wahrscheinlich dann weniger Spieler kommen nach vorne und die Spieler rennen nicht mehr so schnell nach vorne. Außerdem wird das defensive Team, das heißt, wenn ihr jetzt ein Tor geschossen habt, werden eure Spieler kompakter beieinander stehen. Allgemein ist es ja eigentlich egal. Die haben auf jeden Fall den Anstoßglitch erkannt und versuchen das jetzt zu ändern. Ich denke auf jeden Fall, dass sich das gebessert hat, weil es war einfach... Ich fand es schon richtig schlimm eigentlich, wenn du nach jedem Tor eigentlich direkt fast wieder ein Tor bekommen hast, wenn er das sauber ausgespielt hat, weil deine Spieler halt irgendwie kompletten Bullshit gemacht haben. Mir ist es jetzt egal, ob die Defensive kompakter ist oder nicht, aber es ist einfach Fakt gewesen, dass so viele Tore direkt nach dem Anspiel gefallen sind und das wollen sie mit diesem Punkt definitiv ändern. Ob es geklappt hat, hier defensive Spieler stehen jetzt enger beieinander, ja... Das hoffe ich mal einfach, dass die das damit geschafft haben. Wie es danach aussehen wird, werden wir es sehen, wenn wir das Update spielen können. Also Anstoßglitch soll behoben werden. Ist schon mal auf jeden Fall ein Grund, auch wirklich mal Danke zu EA zu sagen, dass sie sich wirklich in diesem Update richtig, richtig viel auch an unseren Vorschlägen orientiert haben. So, das nächste geht um den Torwart. Ihr habt bestimmt mitbekommen, die letzten Spiele. Yo, was macht euer Torwart? Ihr spielt den zurück und er schlägt ihn einfach komplett random ins Aus. Ich glaube, das habt ihr ganz oft bekommen und das haben auch die E-Sportler mit hinbekommen. Das heißt nicht, du spielst den falsch zurück, sondern der Torwart schlägt ihn automatisch, ohne dass du ihn anwählen kannst, weg. Das soll jetzt geändert werden. Der Torwart schlägt ihn jetzt nicht mehr weg, sondern nur, wenn es ganz knapp ist wahrscheinlich. Also auch wieder ein positiver Punkt, obwohl sie diesen Punkt zuerst negativ eingeführt haben, weil das ja bis zum letzten Update nicht so war und plötzlich jetzt der Torwart angefangen hat, einfach die Bälle wegzuschlagen. Also hat sich das definitiv geändert. So. Ich würde sagen, wir kommen hier zum Update, das jetzt auch offiziell auf der EA Sports Seite festgeschrieben ist. Das ist die offizielle Seite von EA Sports. Und wir haben hier erstmal eine extreme Neuerung, über die ich vielleicht noch ein extra Video mache, das weiß ich nicht. Und zwar kann man sich ab jetzt, ihr seht hier, ab Silber 2 schon für die nächste Weekend League ist man automatisch qualifiziert. Das heißt, ihr müsst nicht mehr bis Gold 3 spielen. Sondern seid, sobald ihr 11 Siege erreicht habt, direkt in der nächsten Weekend League. Ich glaube, 11 Siege waren es. EA schreibt als Begründung dazu hier, die Database hat denen gezeigt, dass die meisten Spieler, nachdem sie das geschafft haben, Gold 3, abgebrochen haben. Das war so ein Durchschnitt, wie ich das hier richtig lesen kann, 31 Spiele. Und ja, das heißt einfach, die meisten Spieler... haben einfach nur damit gespielt, dass sie jetzt weiter qualifiziert sind. Es gab allerdings auch viele Spieler, die sich natürlich dann auf die Entry Rewards gefreut haben und die dann 40 Spiele gespielt haben. Allerdings, wenn man nicht so gut spielt, dann braucht man mindestens 30 Spiele, ich glaube hier durchschnittlich 31, dass man sich für die nächste Weekend League qualifiziert. Das wollen sie jetzt vereinfachen und das finde ich richtig positiv, weil man jetzt ab 11 Siegen schon für die nächste Weekend League qualifiziert ist. Das heißt, sie schreiben hier weiter, dass man jetzt nicht mehr... dass man jetzt nur noch so 20 Spiele ungefähr braucht und dann much faster ist, also viel schneller für die nächste Weekend League qualifiziert. Falls man sich jetzt halt zum Beispiel einfach nur die Weekend League spielt, damit man wieder qualifiziert ist.
Und wenn du mehr Zeit hast, kannst du natürlich auf den ganzen Rang spielen. Und die haben einfach gemerkt, dass für Gold 3 wahrscheinlich sehr viele Spiele gespielt werden. Ich meine, wenn du jetzt 31 Spiele machst, dann kannst du ja direkt 40 machen. Aber das heißt, man hat die 31 nur gespielt, damit man in Gold 3 ist. Und ich finde, das ist echt eine gute Neuerung. Und ich glaube, die wird auch einigen von euch echt helfen, weil ihr wisst ja selber, Qualifikationsspielen ist echt immer anstrengend, selbst wenn ihr in der Weekend League gut seid. Das nervt einfach doch, wenn da jeder mitspielt und du dann halt im Finale mal wieder hier richtig den Unlucky Tag hast und der Gegner einfach mit 2 Schüssen 3-0 gegen dich gewinnt, ne? Ihr kennt's alle. So, dann haben wir noch weitere Neuerungen. Hier, es gibt jetzt keine Möglichkeit mehr, den Gegner zu selektieren. Das heißt, die Leute, die jetzt sich die Wappen des Gegners angeschaut haben, die Leute, die sich die Trikots des Gegners angeschaut haben, die Leute, die nur auswärts, nur heimgespielt haben, das gibt's alles nicht mehr. Man spielt jetzt immer zu Hause, wie ihr hier seht, und man sieht auch nur noch sich selber. Was ist jetzt noch passiert? Man kann auch kein Stadion mehr im Schatten spielen. Das hat ja mega aufgeregt. Ich meine, ich verstehe die Leute halt gar nicht, dass man da die Leute einfach hier durch den Schatten versucht irgendwie zu verunsichern oder so. Das macht einfach keinen Bock. Das geht jetzt nicht mehr. Einheitliches Stadion, FICK oder wie das Stadion heißt, dieses Standardstadion von EA Sports, wird jetzt 40 Spiele lang präsent sein. Man spielt sozusagen nur in seinem eigenen Stadion, das man aber nicht ändern kann. Hier Tageszeit und Wetter wird auch immer gleich sein. Und es ist jetzt möglich hier, schreiben sie weiter, dass man spielt jetzt nur noch mit seinen Trikots. Das heißt, du wählst dir dein Heimtrikot aus und automatisch spielt dein Gegner dann im Auswärtstrikot. Bei dem ist das natürlich gleich. Das heißt, du siehst jetzt andere Trikots als der Gegner. Das heißt allerdings auch, du spielst 40 Spiele am Wochenende im gleichen Trikot gegen das gleiche Trikot. Ich würde euch dahin an die Stelle nochmal empfehlen, tauscht das Trikot so oft es geht, tauscht vielleicht alle 5 Spiele oder so. Das sieht auch geil aus. Ich meine, ihr könnt jetzt mit euren monatlich Elite, monatlich Gold-Trikots spielen, auch monatlich Bronze, da geht auch keiner mehr raus. Und ihr könnt geile Trikots als Gegner-Trikots haben und die könnt ihr immer wieder wechseln. Also ist es eigentlich gar nicht schlecht. Man muss halt jetzt vielleicht mal ab und zu mal wechseln, weil sonst wird das doch extrem eintönig und man denkt irgendwie, man spielt halt gegen den, spielt halt immer gegen den gleichen Gegner, so, ne? Ich glaube, das war jetzt alles, was ich euch soweit in diesem Video erzählen wollte. Neues Update, ja genau, vielleicht noch, wann kommt es raus? Auf dem PC ist es meiner Meinung nach, also meines Wissens, ist es schon draußen. Und es wird, so hat EA angekündigt, Weekend League starting in February. Also Jungs, hier ab Februar, das heißt, ab nächste Woche wird das Update dann verfügbar sein. Ich finde es persönlich extrem schade, weil ich dieses Wochenende den letzten Spieltag vom Januar nochmal richtig durchziehen möchte. Und dann habe ich den ganzen Januar wirklich gepackt und ja, hoffentlich dann auch in Elite es in die Elite gepackt. Aber das ist jetzt nicht Thema von diesem Video hier. Ich möchte mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit, ja, für euer für das, dass ihr das Video bis hierher geschaut habt, bedanken. Props gehen natürlich auch an EA raus. Wirklich krasses Update, wenn die das wirklich so umsetzen, wie gesagt, extrem nice. Ich glaube, das ist das beste Update. Wird sich wahrscheinlich sogar wie fast wie ein neues FIFA anfühlen. Ja, mit diesen Worten möchte ich dieses Video beenden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne einen Kommentar da, was ihr davon haltet, wie ihr das so findet. Schreibt es einfach unten in die Kommentare rein. Und lasst gerne noch einen Daumen nach oben da, ein Abo. Über ein Abo würde ich mich natürlich auch freuen. Also macht's gut, haut rein, Jungs. Wir sehen uns im nächsten Video. Heute Abend gibt es die Weekend League Belohnung und die Inform Sets haben wir ja gestern im Stream gezogen. Da kommt auch noch ein Video. Also bleibt dran, Jungs. Macht's gut und ciao.